Hi und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Irgendwie ein bisschen komisch, mal wieder vor der Kamera zu sitzen, denn es ist ja jetzt schon einige Zeit her. Aber ich hatte Lust, einen eigenen Kanal zu gründen und der ein oder andere kennt mich ja vielleicht schon von Finja und Svea, denn ich habe eine Zwillingsschwester und habe schon sehr, sehr lange mit ihr YouTube-Videos gedreht und bin auch mit ihr auf Social Media aktiv. Aber ich hatte trotzdem Lust, jetzt ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen und meinen eigenen Kanal zu gründen und euch da ein bisschen durch mein Leben mitzunehmen. Und deswegen soll dieses Video ein bisschen als Vorstellungsvideo dienen, was ich so mit dem Kanal vorhabe und ja, einfach mal ein bisschen mit euch quatschen. Ich habe euch nämlich auf Instagram schon ein paar Fragen gestellt, was ihr denn so von mir wissen wollt im Vorstellungsvideo. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen. Ich schreibe euch den Namen einmal hier hin. Da heiße ich finja.twin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an, dass ich ein bisschen was über mich erzähle und mich einfach mal kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Genau, ich heiße Finja, bin 20 Jahre alt und wie ich schon erwähnt hatte, kennt der ein oder andere mich ja vielleicht schon, denn ich bin ein Zwilling und habe eine Zwillingsschwester und sie heißt Svea. Und wir haben nämlich schon seit, ich glaube, wir haben 2016 angefangen, zusammen Videos zu drehen auf einem separaten Kanal. Den verlinke ich euch gerne in der Infobox, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Genau, aber jetzt wollte ich meinen eigenen Kanal starten und euch ein bisschen durch mein Leben mitnehmen. Denn eine Frage war nämlich auch, ob ich noch viel Kontakt zu Svea habe. Und ich erkläre das jetzt einfach nochmal kurz für alle, die neu sind. Svea und ich wohnen nicht mehr zusammen. Sie ist nämlich ausgezogen letztes Jahr und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig, dass wir zusammen Videos drehen und da wir uns halt nicht mehr so oft sehen. Und wenn wir uns dann eben sehen, wollen wir halt auch nicht die ganze Zeit von morgens bis abends TikToks, Videos und was weiß ich nicht machen. Deshalb ist es da alles ein bisschen weniger geworden und deswegen habe ich mir gedacht, fange ich jetzt einfach mal alleine an sozusagen. Mal gucken, wie mir das so gefällt. Aber ihr werdet bestimmt sie auch mal in meinen Vlogs oder so sehen, weil wir sehen uns ja trotzdem noch ab und zu und wenn, dann wird sie bestimmt auch mal in den Videos auftauchen, beziehungsweise werden wir vielleicht auch noch ab und zu auf unserem gemeinsamen Kanal was drehen. Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht so ganz und das soll auch gar nicht Thema dieses Videos werden. Ja, ich erzähle einfach mal ein bisschen von mir, was meine Hobbys so sind und was ich gerade so mache überhaupt. Und zwar mache ich Cheerleading. Das ist mein großes Hobby. Das mache ich, seitdem ich 9 bin, also 2011. Habe ich das erste Mal Cheerleading gemacht. Das habe ich dann ganze 5 Jahre gemacht. Dann gab es eine kleine Pause. Eine kleine. Und jetzt habe ich letztes Jahr tatsächlich wieder angefangen. Weil, wie sagt man so schön, einmal Cheerleader, immer Cheerleader. Und ja, vielleicht nehme ich euch da ja auch mal irgendwie mit, wenn es geht, was wir da so machen. Und vielleicht habt ihr davon ja aber auch schon mal auf Instagram was gesehen, was das überhaupt für ein Sport ist und was man da überhaupt so macht. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Fotografieren, denn ich mache in meiner Freizeit auch sehr, sehr gerne Fotos und biete Fotoshootings an unter dem Namen Sunlight Spirit. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mitbekommen. Da könnt ihr ja auch gerne mal vorbeischauen auf Instagram, da heiße ich Sunlight Spirit. Da poste ich einfach Bilder von den Shootings und ja, falls ihr mal Lust habt, Bilder zu machen, schreibt mir doch gerne. Genau, das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und wie ich dazu gekommen bin, ist auch eine gute Frage. Mein Papa hatte früher mal eine alte Canon-Kamera und da habe ich irgendwann mal angefangen zu fotografieren, immer so im Urlaub. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen, auch Freunde und vor allem meine Schwester zu fotografieren. Und mir hat das eben so viel Spaß gemacht, dass ich ja jetzt auch anbiete, sozusagen andere zu fotografieren. Und ich habe jetzt sogar im Sommer meine ersten Hochzeiten, die ich fotografiere, denn das ist eigentlich das Business, wo ich gerne mal hinwollen würde, in die Hochzeitsfotografie. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf und bin gespannt, wie mir das gefällt. Ansonsten spiele ich in meiner Freizeit noch gerne Klavier, das auch schon seit einigen Jahren. Und ich hatte früher auch Klavierunterricht, zurzeit leider nicht mehr. Ich habe einfach im Moment auch nicht so die Zeit dazu, denn ich studiere nebenbei noch. Aber dazu erzähle ich gleich noch etwas. Dann war eine Frage nämlich noch, was meine nächsten Reiseziele sind. Und nebenbei erwähnt, ich reise sehr gerne und da bietet sich das natürlich auch immer an, Fotos zu machen und ja, das alles zu kombinieren ist einfach sehr, sehr schön. Meine Schwester und ich surfen auch sehr gerne, das kann man ja auch immer schön auf Reisen machen. Und genau, meine nächsten Reiseziele stehen eigentlich tatsächlich noch gar nicht fest, ein bisschen traurig, aber dieses Jahr ist das alles ein bisschen spontan. Oder muss es spontan laufen? Denn ich habe jetzt ja bald
2 Monate Semesterferien. Aber in diesen Monaten steht auch schon wieder so viel an, dass ich eigentlich nur 2, 3 kurze Zeiträume hätte, in Urlaub zu fahren. Und ich habe aber auch noch nichts gebucht. Also mal gucken. Aber ich würde gerne nach Griechenland. Das wäre ein Traum von mir. Oder auch Portugal nochmal zum Surfen. Aber vielleicht nehme ich euch dann da ja auch mit. Jetzt zu meinem Studium, weil das anscheinend auch ganz viele interessiert. Ich studiere IT und Design im 4. Semester, jetzt schon. Ich habe direkt nach meinem Abi angefangen. 2020 habe ich Abi gemacht und dann ja, direkt im Herbst angefangen zu studieren. Und bin jetzt schon im 4. Semester. In 2 Wochen sind Prüfungen. Beziehungsweise in meinem Studium ist es so, dass ich meistens oder in den meisten Fächern habe ich Portfolioabgaben, das heißt, die sind semesterbegleitend und ich mache die sozusagen während des Semesters schon fertig oder kurz vor Ende des Semesters und muss die dann sozusagen einfach nur abgeben. Also ich habe nicht diese typischen Prüfungen. Die hat man theoretisch oder überwiegend nur in den ersten 3 Semestern, beziehungsweise eigentlich in den ersten 2. Und letztes Semester hatte ich tatsächlich nur eine Prüfung und dieses Semester habe ich auch nur eine schriftliche Prüfung. Der Rest sind Portfolioabgaben. Aber auch nicht zu unterschätzen. Bei meinem Studium geht es eigentlich um sehr viele Dinge. Also es gibt einmal den Bereich IT, wie der Name schon sagt, IT und Design. Einmal IT und einmal Design. Bei IT machen wir sowas wie Programmieren, also Webseiten programmieren. Wir lernen zum Beispiel die Sprache Java, haben jetzt gerade zum Beispiel Grundlagen Webprogrammierung. Da müssen wir dann sozusagen eine Webseite programmieren. Und dann gibt es aber auch die Design. So, es hat gerade an der Tür geklingelt, meine Nachbarin hat den Schlüssel vergessen. Aber genau, wo war ich stehen geblieben? Es gibt auch den Design-Teil. Da machen wir zum Beispiel Film, Fotografie, aber auch Design, also Webdesign. Und sozusagen einmal das ganze Paket. Also man lernt in dem Studiengang sehr, sehr, sehr viel und kann danach eigentlich auch in sehr viele Bereiche gehen. Aber was ich danach noch machen möchte, das weiß ich noch nicht so ganz. Also in die Fotografie-Richtung auf jeden Fall, aber ja, mal gucken. Und ich werde euch dann ja wahrscheinlich auch in meinen Vlogs mal bei meinem Studium mitnehmen. Und dann werdet ihr ja auch ein bisschen erfahren, was ich so mache. Jetzt sitze ich zum Beispiel gerade an meinen ganzen Abgaben. Drücke mich gerade eigentlich ein bisschen vor der Uni. Eigentlich müsste ich meine Abgaben fertig machen, aber ich wollte dieses Video eigentlich schon so lange drehen und den Kanal starten. Aber irgendwie habe ich das immer aufgeschoben. Bin tatsächlich auch immer noch ein bisschen nervös, weil es tatsächlich doch ganz schön ungewohnt ist, vor der Kamera zu sitzen. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Aber naja, ich glaube, das legt sich auch irgendwann wieder. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, welchen Content ich denn auf diesem Kanal machen möchte. Und eigentlich möchte ich das gar nicht so spezialisieren, sondern einfach das machen, worauf ich Bock habe. Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich überwiegend Vlogs mache, vielleicht auch mal Videos mit meiner Schwester, wenn wir sie dann nicht auf unserem gemeinsamen Kanal hochladen. Mal gucken, wie wir das alles machen. Aber ansonsten, ja, könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Videos sehen wollt. Und dann kann ich davon bestimmt auch einiges umsetzen und ansonsten wollte ich euch eigentlich ein bisschen in meinem Leben mitnehmen, zeigen, was ich so mache, mein Studium und auch Fotografie und ja, wenn ich auf Reisen gehe, einfach so, was in meinem Leben so abgeht. Also wenn ihr Lust habt, mich auf meiner Reise zu begleiten, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich weiß, es ist immer bescheuert zu sagen, aber dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und meine anderen Social Media Kanäle verlinke ich euch nochmal in der Infobox und da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Video. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Dann kann ich die auch beantworten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!